So, ich begrüße Sie zu unserem Beitrag. Dient die Ukraine als Zünder für den Dritten Weltkrieg? Wir sehen hier die Webseite der North Atlantic Treaty Organization, der NATO, hier vom 2. März 2014, Doorstep Statement. Die Seite hier ist vor ungefähr 4 Stunden online gekommen und da sagt der NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, vor dem Treffen der NATO und der NATO-Ukraine-Kommission. Er sagt hier, I have convened the North Atlantic Council today because of Russia's military action in Ukraine and because of President Putin's threats against this sovereign nation. Er sagt also, ich habe den NATO-Rat zusammengerufen wegen Russlands Militäraktionen in der Ukraine und wegen Präsident Putins Drohungen gegen diese souveräne Nation. Ich kenne keine Drohungen gegen die souveräne Nation der Ukraine. Aber Rasmussen sagt hier weiter, what Russia is doing now in Ukraine, also was Russland jetzt in der Ukraine macht, verletzt die Prinzipien der Vereinten Nationen Charta. Also wir wollen hier mal festhalten, die NATO ist die Nordatlantische Verteidigungsorganisation, die sich hier schon wieder anschickt, out of area zu arbeiten. Ja. Die NATO hat nur den politischen Auftrag und den militärischen Auftrag, die Grenzen der NATO zu verteidigen. Ja. Und sonst gar nichts. So, er sagt hier, der Rasmussen, also dass Russland die Prinzipien der Vereinten Nationen verletzt, ja, als würde sich die NATO bzw. ihre Mitgliedstaaten daran halten, ja, ist ja lächerlich, ja. Wir knüppeln hier, also beziehungsweise nicht wir, sondern die Polizei knüppelt in Westeuropa regelmäßig Demonstranten nieder, in Deutschland, Griechenland, Italien und überall, ja, und die labern hier und er hier labert hier von einer Verletzung der Prinzipien der Vereinten Nationen, ja, welche sind denn das? Er sagt hier auch, it threatens peace and security in Europe, ne? Also diese Verletzung der Prinzipien bedrohe den Frieden und die Sicherheit in Europa, ne? Ja, die Bibel lehrt uns, ne? Die größten Kriegstreiber reden immer von Frieden und Sicherheit. Ne? Frieden, Frieden rufen sie, ja. Ne? Meinen aber Krieg. Und er sagt hier, Russia must stop. Ja? Russland muss beenden seine militärischen Aktivitäten und seine Drohungen. So, wir gucken uns gleich mal an, was da heute noch so gewesen ist. Aber Rasmussen sagt weiter, today we will discuss the implications. Also heute am 2. März werden sie da im NATO-Rat diese Implikationen, die Voraussetzungen also dieser ganzen Situation diskutieren für die europäische Sicherheit und den Frieden und für NATOs Beziehungen mit Russland. Danach, so Rasmussen weiter, werden wir uns treffen in der NATO-Ukraine-Kommission. Hier sagt er dann, we support Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Also wir unterstützen Ukraines territoriale Integrität und Souveränität. Ja, Herr Rasmussen, die greift auch niemand an. Ja, es sind vielmehr ethnische Russen in der Ukraine, die Russland um Hilfe gebeten haben, weil sie in der Ukraine verfolgt werden, weil sie Russen sind. Ja? Es gibt keine Bedrohung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Die Menschen haben das Recht, selber zu bestimmen, ja, wer sie regiert. Das ist Demokratie. Ja? So, hier steht dann noch weiter von Rasmussen, we support the right of the people of Ukraine to determine their own future. Wir unterstützen das Recht des Volkes der Ukraine zu bestimmen, ihre eigene Zukunft ohne Eingriffe oder Interferenzen von außen. Ja? Also das ist ja wohl ziemlich lächerlich. Ne? Denn wer ist denn the people of Ukraine? Ja, das ist ja gar keine ethnisch geschlossenes Volk in der Ukraine. Da sind ja verschiedene Ethnien in der Ukraine zusammengewürfelt. Ja.
Da gibt es gar kein People, keine Nation. Ja? Es ist eine ethnische Mischung da von russischstämmigen ethnischen Russen und anderen, zum Beispiel Tataren, ja, Turkmenen auf der Krim. 12% Turkmenen, muslimische Turkmenen auf der Krim. Ja. So, und dann sagt Rasmussen weiter, and we emphasize, wir unterstreichen the need for Ukraine to continue to uphold the democratic rights of all people and ensure them that minority rights are protected. Also wir unterstreichen den Anspruch der Ukraine, damit fortzufahren, aufrecht zu erhalten, die demokratischen Rechte aller Völker und versichern und zu sicherzustellen, dass Minderheitenrechte geschützt werden. Ja, wo werden denn hier im Westen noch Minderheitenrechte geschützt? Dann sagt er hier noch pathetisch, die Ukraine ist unser Nachbar und die Ukraine ist ein geschätzter Partner für die NATO. Wir drängen alle Parteien dazu, die Anstrengungen fortzusetzen, sich wegzubewegen aus dieser gefährlichen Situation. Besonders Russland rufe ich, Rasmussen also, dazu auf, to de-escalate tensions, also die Spannungen zu deeskalieren, also Spannungen herunterzufahren. So, wir gucken jetzt mal hier. Das ist die Webseite RIA Novosti, ne? Von heute auch. Putin telefonierte mit Obama. Russland wird seine Interessen schützen, sagt Mr. Putin. Präsident Putin, guck mal hier, er, ja. Und hier der Mann, der noch nicht mal eine Geburtsurkunde vorlegen kann, ja. So, jetzt lesen wir hier, 2. März 2014. In einem Telefongespräch mit US-Präsident Barack Obama zur Situation in der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin auf verbrecherische Aktivitäten von Ultranationalisten hingewiesen, die von den jetzigen Behörden in Kiew ermuntert werden. Im Falle einer Erweiterung der Gewalt auf den Osten der Ukraine und die Krim behält sich Moskau das Recht vor, seine Interessen und die Interessen der russischsprachigen Einwohner zu schützen, teilt der Kreml-Pressedienst mit. Auf die von Barack Obama geäußerte Besorgnis über die Pläne einer möglichen Anwendung russischer Streitkräfte auf dem Territorium der Ukraine verwies Wladimir Putin auf provokatorische und verbrecherische Aktivitäten ultranationalistischer Elemente, die von den jetzigen Behörden in Kiew faktisch ermuntert werden, heißt es in der Mitteilung. Der Präsident Russlands hob die reale Bedrohung für das Leben der Russen und zahlreicher Landsleute hervor, die sich auf dem Territorium der Ukraine aufhalten. Putin betonte, im Falle einer weiteren Verbreitung von Gewalt auf ostukrainische Regionen und die Krim behält sich Russland das Recht vor, seine Interessen und die Interessen der russischsprachigen Einwohner zu schützen. Ja, also hier... dazu kommen wir gleich hier auch noch. Ich will mal hier immer eben zeigen, auch eine Nachricht von RIA Novosti. Tausende ukrainische Bürger suchen Hilfe und Unterkunft in Russland. Das ist eine Nachricht hier auch vom 2. März von RIA Novosti. Ja, kann natürlich sagen, jetzt Propaganda. Ja, was ist hier denn nicht Propaganda? Ne? Aber hier heißt es also, seit Anfang 2014 sind laut der russischen Grenzschutzbehörde rund 675.000 ukrainische Bürger nach Russland gekommen. Nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums haben etwa 143.000 ukrainische Bürger um Asyl in Russland ersucht. Vor allem die an die Ukraine angrenzenden Territorien Russlands, so die Gebiete Belgo und so weiter, sind durch die wachsende Immigration stark belastet. Im Februar hat die Zahl der Migranten aus der Ukraine in den Gebieten Rostow und Kursk um 53% bzw. 71% zugenommen. Immer mehr Migranten ersuchen um zeitweilige Unterbringung. Zahlreiche Eingaben kommen von in Russland lebenden ukrainischen Bürgern, die sich Sorgen um ihre Verwandten in der Ukraine machen und bitten, sie in einem erleichterten Verfahren einzubürgern. Also man muss hier auch mal anmerken, dass die Ukraine schon immer umkämpftes Land gewesen ist, ja, und dass da eine
Mischung ist von verschiedenen Ethnien, also Nationen, und verschiedenen Religionen. Ja? Die meisten Russen hier, die 675.000 ukrainischen, russischen, ethnisch-russischen Bürger, das sind vermutlich auch orthodoxe Christen. Wir haben hier also auf der Ukraine einen religiös-ethnischen Konflikt. Ja. So, und dann hatten wir hier die beiden hier, Obama und Putin, haben telefoniert, ja, und der Präsident Russlands hob die reale Bedrohung für das Leben der Russen und zahlreicher Landsleute hervor. So, wir wollen mal eben schauen, wo habe ich denn die ganzen Bilder? Ja, hier, ja, da können wir mal sehen, die Ultranationalen. Hier zum Beispiel sieht man sehr schön, ja, oder guck mal hier, ne? Das sind sogenannte Demonstranten, ja, mit heidnischen Symbolen auf den Armen. Oder hier sieht man es auch sehr gut, ja, und hier, da seht ihr hier, da ist ein Hakenkreuz und ein Stahlhelm, ja. Und hier, da links, hier sieht man den Führer der ultranationalen Kräfte. Und dazu habe ich einen Artikel in der Taz gefunden. Moment, mal sehen, ob ich den jetzt wiederfinde. SZ Soros. Ah ja, hier habe ich ihn. Nee, da, hier. Moment, so, hier, die Taz schreibt hier, man muss aber mal aufpassen, was sie da schreiben, ja, also diese Bolschewisten bei der Taz, ne? Hier schreiben sie, Nationalisten in der Ukraine, der rechte Sektor will Macht. Das sind genau die Leute, über die sich Putin beschwert und die da eine Bedrohung sind für die russisch, die ethnisch-russischen Menschen in der Ukraine. So, sie schreiben hier, an den Kämpfen auf dem Maidan war der rechte Sektor maßgeblich beteiligt. Übrigens, der Maidan, wisst ihr, was das heißt? Übersetzt hat mir ein Freund aus der Ukraine mitgeteilt. Das heißt Müllplatz, ja, ein Müllabladeplatz, Maidan, ja. Ist ein Müllabladeplatz. So, jetzt schreiben sie hier der rechte Sektor, so nennen sie sich. Und passt mal auf, was sie tun. Hier ist also, stellt euch vor, auf diesem Platz, da diskutieren jetzt Besucher dieses Ortes, über des Müllplatzes, ja, des Maidan, über die jüngsten Ereignisse. Eine Gruppe von Leuten, die diskutieren. Plötzlich zwängen sich zwei Männer mit Armeestahlhelm und den Insignien der, jetzt kommt's, Selbstverteidigung des Maidan zwischen die Diskutierenden und ziehen einen Gesprächsteilnehmer aus der Gruppe. Also, hier erstens mal, was sind denn die Insignien der Selbstverteidigung des Maidan? Also, da können ja wohl kaum hoheitliche Abzeichen von irgendwelcher Polizei sein, der Ukraine, ja? Sondern das sind also selbsternannte Polizisten, im Grunde genommen also Aufständische, die zwängen sich also zwischen die Diskutierenden und ziehen einen Gesprächsteilnehmer aus der Gruppe. Das heißt, die packen sich einfach einen Mann, ja? Nehmen ihn mit, und dann heißt es hier weiter, der als Provokateur enttarnte, ja, ne, er ist schon enttarnt, obwohl niemand weiß, warum der eigentlich enttarnt ist, ja, der wird von den wie Guerillas gekleideten Männern in den Stab mitgenommen. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet, auf jeden Fall, sie nehmen ihn mit, ja. Sein Versuch, über das Handy eine SMS abzusetzen, wird von den Maidan-Polizisten unsanft unterbunden. Also plötzlich sind aus den zwei Männern mit Armeestahlhelm schon Maidan-Polizisten geworden bei der Taz. Ja, die glauben ja auch an die Transformation, ne, ihres Bewusstseins, wahrscheinlich ins Nirvana. Da ist es auch besser aufgehoben, ja. Da schreiben sie weiter hier, die Umstehenden billigen die Aktion, die Taz auch, ja.
denn man liest hier kein Wort der Kritik daran, dass diese Leute hier sich als Polizisten aufspielen und eine, wie sagt man dazu, Selbstjustiz ausüben, ja, ohne Haftbefehl, ohne richterliche Anordnung, wird hier einfach ein Mann aus einer Gruppe herausgezogen, ja. Und dann sagt er hier, die Umstehenden billigen die Aktion. Wer schreibt diesen Artikel hier? Welcher Typ? Noch nicht mal ihren Name genannt, oder? Von der Taz, ja, die tolle Taz, ja. Propagandamaschine, Taz. Schreiben Sie hier, man dürfe jetzt keine Schwäche gegenüber den Vertretern des alten Regimes zeigen, meint ein Mann mit Stahlhelm vom rechten Sektor. Und jetzt kommt hier ein Zwischenruf. Ihr könnt ihn doch nicht einfach festnehmen, nur weil er seine Meinung gesagt hat, ruft ein anderer Mann den Maidan-Polizisten zu. Doch diese lassen sich nicht beirren. Und sie antworten, keine Sorge, wir werden ihn verhören. Und wenn sich zeigen sollte, dass er nichts auf dem Kerbholz hat, kann er sofort wieder gehen, antworteten sie ihm. Ja, ist klar, ne? Den kann man alles glauben, ne? Die nehmen einfach so einen Menschen mit, ja, und sagen, ach ja, dem passiert schon nichts, mach dir keine Sorgen, ja. Dann schreibt die Taz hier, sie wissen, dass die Menschen auf dem Maidan hinter dieser Aktion stehen, ja. Wieso? Woher wissen die das? Ja. Wie kommt die Taz dazu, das zu behaupten, obwohl sie doch hier zwei Sätze vorher schreiben, dass ein Mann gerufen hat, ihr könnt ihn doch nicht einfach festnehmen, nur weil er seine Meinung gesagt hat, ja. Also hier ist die Demokratiebewegung, ja, die unsere Bundesregierung schon anerkannt hat. Ja, das kann man hier sehen auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Ne? Hier, da sind wir auf der Webseite. Hier seht ihr oben Auswärtiges Amt. Ne? Schreiben Sie Ukraine. Ne? Da schreiben Sie hier, bis dahin nimmt der neu gewählte Parlamentspräsident Oleksandr Turchinov auf Beschluss des ukrainischen Parlaments übergangsweise auch die Funktion des amtierenden Präsidenten wahr. Ja, also das Auswärtige Amt, die BRD, Merkel-Regierung, die hat die ukrainische neue Besatzung da schon anerkannt. Ne? Ja, so, und das sind hier diese Leute, die man hier sieht im Zusammenhang hier, ja, links seht ihr, das ist das gleiche Foto. Und hier habe ich hier mal bei Google eingegeben, Ukraine Maidan Nazi Symbols. Ja, da kriegt man also eine ganze Menge. Hier sieht man auch sowas, ja, solcher Bilder, die hier zeigen, dass der russische Präsident Putin, ja, das ist er natürlich nicht, sondern das ist hier der, der keine Geburtsurkunde hat. Meine Güte, was ein Gesicht, ja. Putin, der schon mit Syrien den Dritten Weltkrieg verhindert hat, ja. Ihn greifen sie natürlich auch auf unsägliche Art und Weise an. Hier unsere Qualitätsmedien, ne. Da haben wir doch hier, Moment, hier. Die Bild zum Beispiel, ja, macht Stimmung gegen Putin, die Nachtwölfe, Putins Eingreiftruppe, ja, ist also unsäglich, was für eine Hetze hier betrieben wird gegen Russland und insbesondere gegen den russischen Präsidenten. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Hier, ja, das könnt ihr dann ja mal selber hier, News zu Ukraine. Fokus. Ach, guck mal hier, ganz neu. Ja, aktualisiert um 18.31 Uhr, also gerade vor 7 Minuten, sagt mir hier mein System. Marinechef der Ukraine verpflichtet sich pro-russischer Krimführung. Ja. Demonstranten in Charkow wollen zurück zur Sowjetunion. Ja. Ja, gut, die wollen natürlich nach Russland, ja. Ja, dann schreibt hier ein, schreiben Sie Maidan-Kommandant im Interview. Ja, guck mal hier, ne?
Ein Krieg auf der Krim wäre der Anfang vom Ende des Wladimir Putin. Ja, das möchten sie gerne hier. Guck mal hier, ne? In ihrem Zelt hier sitzen die Focus Online Reporter Nico Hinz zu Besuch bei Kommandant. Ne? Plötzlich ist hier Kommandant, ne? Alexander und so weiter, Mikhailojewitsch, da sitzt auch, weiß ich nicht, sein Kindchen oder was, ja. Und hier ist der Fokusreporter vor Ort, ne, im Zelt des Kommandanten, ne, die hier oben auch eine EU-Fahne hängen haben, interessanterweise. Ne? Ja, guck mal hier, sehen wir auch ein Bild, aktualisiert vor 6 Minuten. Moment, das ist jetzt alles auch neu für mich. Ach ja, übrigens, die Frau Merkel, die war ja auch jetzt in Israel und in Britannien. Ne? Ihr erinnert euch sicherlich an die Balfour-Erklärung, die sogenannte, der britischen Regierung. Ja? Und da hat die Frau Merkel sich Instruktionen geholt, ja, wie sie jetzt weiter verfahren soll. Ne? Ja, und hier, Ukraine mobilisiert alle Reservisten. Moskau bereitet Entsendung von Truppen in die Ukraine vor. Russische Soldaten kontrollieren wichtige Gebäude und Flughäfen. Und zwar sagt auch hier auf RIA Novosti, das ist hier, wen haben wir hier? Das ist der Regierungschef der Autonomen Republik Krim. Hier, der Mann hier, das ist der, wie heißt der, Sergej Aksjonow. Ukrainische Militärs auf Krim bekunden Unterstützung für Autonomiebehörden. Auch hier vom 2.3.2014. Also in aus Simferopol. Wir gucken uns gleich da mal eine Karte an. Hier schreiben sie, die auf der Krim stationierten ukrainischen Militärs bekunden massenweise ihre Unterstützung für die legitim gewählten Machtbehörden der Autonomen Republik Krim, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Regierungschefs der Autonomie, also der Autonomen Republik Krim, Sergej Aksjonow. Ja. Können da mal eben draufklicken. Hier sehen wir ihn mal ein bisschen größer. Ja, also die Krim ist sowieso schon mal eine autonome Republik, ja. Und hier im Newsticker, da sagen sie hier eine Umfrage, Russen mögen weder Janukowitsch noch seine Gegner. Ja, ne, die sind da nämlich zwischen Hammer und Amboss geraten, die Russen, ja. Und wir haben hier auch noch einen interessanten Hinweis hier, guck mal da. Guck mal hier, ne? Hier unser George Soros, ne? Mit großer Ähnlichkeit mit Brzezinski, ja? Hier, der sagt hier oder fordert, helft der Ukraine mit einem Marshallplan, ja? Das möchte natürlich auch die Frau Merkel, da kommen wir gleich drauf. Soros, ja, der Milliardär, der alle möglichen Untergrund- und aufständischen Bewegungen finanziert hat und ein Freund der angloamerikanischen Hochfinanz ist, der möchte jetzt gerne, dass die EU-Staaten eine moderne Form der Entwicklungshilfe leisten. Mit Blick auf Russland müssen sie allerdings aufpassen, nicht gleichzeitig einen neuen Kalten Krieg zu provozieren. So, ein Gastbeitrag von George Soros in der Süddeutschen natürlich, ne? Dem Propagandamedium par excellence. Und hier, was das Geld angeht, hat nämlich die Frau Merkel schon gefordert. Und jetzt kommen wir hier auch tiefer zu den Hintergründen dieser ganzen Angelegenheit. Also hier die Webseite ist die Taz mal wieder. Hilfe unter strikten Bedingungen, Geld für die Ukraine. Die Ukraine hat 13 Milliarden Euro Schulden. Ja, wahrscheinlich 13 Milliarden. Ja gut, ne? Das ist hier egal, was das für ein Bild ist. Hier auch Propaganda. So, jetzt schreiben Sie hier harte Bedingungen à la Griechenland.
Ausgerechnet Kanzlerin Angela Merkel, die jetzt auf schnelle Hilfe für Kiew drängt, hat das EU-Budget kräftig zusammengestrichen. Und ausgerechnet Deutschland besteht bei allen Finanzhilfen auf strikte Konditionalität, also harte Bedingungen à la Griechenland. Um überhaupt Hilfe zu ermöglichen, ist Brüssel mit dem Internationalen Währungsfonds im Gespräch. Aha, zudem wurde die Londoner Bank für Wiederaufbau und Entwicklung eingeschaltet. Ach nee, ne? Auch die USA und Großbritannien haben sich eingeklinkt. Also haben wir hier Brüssel, den Internationalen Währungsfonds, die Londoner, die City of London, Londoner Bank für Wiederaufbau und die USA und Großbritannien, also die Großunternehmen da, die haben sich eingeklinkt mit einem Wort, die angloamerikanische Hochfinanz, ne, die spricht jetzt darüber, wie sie Geld in die Ukraine pumpen kann, doch ohne strikte Bedingungen wird kein Geld fließen, betonte die EU-Kommission am Montag noch einmal. Die Ukrainer werden also starke Einsparungen hinnehmen müssen. Also mit anderen Worten, hier wird über die Politik und die Finanzpolitik insbesondere wieder den angloamerikanischen Heuschrecken, die den international agierenden Satanisten, die auch als Illuminati bekannt sind, die Tür geöffnet. Ja, und notfalls nimmt man auch einen Krieg in Kauf und Tote sind ja sowieso für diese Leute egal, das haben sie oft genug bewiesen, ja, um nämlich die Ukraine zu öffnen für diese international agierenden Finanzkonsortien, ja, die in den Händen der Oligarchen sind, ja, wie George Soros. Wir sehen hier, guck mal hier, da unten ist Sevastopol, da liegt die russische Schwarzmeerflotte, hier ist die Krim, ja, das Schwarze Meer hier oder die Black Sea. Und hier die Ukraine grenzt hier im Osten an Russland, im Westen hier an Belarus und Rumänien, Slowakien. Ja. Ja, so sieht das aus. Wir sind hier in einer ganz üblen Situation, ja, dass sie nämlich hier den Krieg herstellen wollen, ja, beziehungsweise tun sie noch so, als ob sie das verhindern wollen, aber die NATO steht schon in den Startlöchern, um da einzumarschieren. Dann werden sie sagen, wir können nicht länger zuschauen, wie die Menschenrechte und die Demokratie in der Ukraine mit Füßen getreten werden, ne? Obwohl bei uns selber gar keine Menschenrechte gelten für nichts und niemanden außer auf dem Papier. Ja. Und das ist natürlich auch eine gute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Richter in Straßburg, ja, die da in dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof sitzen, ne? Also hier, das ist hier vom 2. März, die NATO steht in den Startlöchern, wir haben hier den Konflikt, dass der Obama und Kerry, ja, die haben bedroht, also ja hier genau, das auch noch, ja Leute, das zeigt ja auch, wie schlimm schon diese Krise ist, ja. Auf RIA Novosti lesen wir hier am 2.3. Föderationsrat, also der Rat der Russischen Föderation will den russischen Botschafter aus den USA zurückrufen. Warum? Moskau, 1. März, heute Nacht ist das geschehen, ja. Der Föderationsrat Russlands hat dem Vorschlag seines Vizevorsitzenden Juri Worobjow zugestimmt, den russischen Botschafter in den USA zurückzurufen. Ja, das bedeutet, die reden dann nicht mehr miteinander, ja. Am Samstag beauftragte das Oberhaus des russischen Parlaments seinen Auswärtigen Ausschuss, einen entsprechenden Antrag an Präsident Wladimir Putin vorzubereiten. Der Präsident wird ihn prüfen und uns über seine Entscheidung informieren, sagte Föderationsratschefin Valentina Matwienko. Zuvor hatte Worobjow vorgeschlagen, den russischen Botschafter wegen aggressiver Erklärungen von US-Präsident Barack Obama nach Moskau zurückzurufen. Worobjow wies auf die jüngste Erklärung Obamas hin, wonach Russland für seine Ukraine-Politik einen hohen Preis zahlen wird. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, was dieser schwarze Amerikaner, wenn er überhaupt Amerikaner ist, ja, sich hier erlaubt, ja.
diese Marionette der Hochfinanz. Und dann wird hier der Herr Worobjow noch zitiert mit den Worten: Diese Worte des US-Präsidenten sind eine direkte Drohung. Damit überschritt er die rote Linie und beleidigte das russische Volk, sagte Worobjow. Und bei den Beleidigungen des russischen Volkes, ja, da machen sie alle mit hier. Die Bild-Zeitung, ne? Und hier zum Beispiel schreiben sie: Kampf um die Krim. Die Russen werden hier gefürchtet, aber auch gefeiert. Russland bedroht den Frieden in Europa, schreibt die Bild-Zeitung, ja. Diese Kriegshetzer, ja, das sind alles Kriegshetzer da in ihren, diese Maulhelden der Systemmedien, ja, in ihren warmen Büros sitzen die da oder in den Zelten, ja, von den Kommandanten, ne. Ja, ist ja grauenhaft, ja. Und sie wissen nicht, was sie tun, oder sie wissen es doch, ja. Denn hier nähern wir uns hier dem, der schlimmsten Krise seit der Kuba-Krise, glaube ich, ja. Dann hat die, hier, nach Zustimmung für Militäreinsatz in Ukraine, London bestellt russischen Botschafter ein. Ja, natürlich arbeiten London und Washington zusammen, ja, wie sie es schon immer getan haben, obwohl die Briten eigentlich die Feinde der Amerikaner sind, immer schon gewesen sind. Ne? Hier schreiben sie, 2. März. Das britische Außenministerium hat am Samstagabend den russischen Botschafter in London, Alexander Jakovenko, einbestellt, nachdem das russische Parlament den Militäreinsatz auf dem Territorium der krisenerschütterten Ukraine genehmigt hatte. Ja, am Abend wurde also der Botschafter hier einbestellt in das zur britischen Regierung. Ja. Die tun natürlich jetzt, ach ja, und hier, Obama, USA setzen Vorbereitungen auf G8-Gipfel in Sotschi aus. Ja. Jetzt drohen sie Russland mit dem Ausschluss aus der G8, beziehungsweise sagen sie hier, die USA setzen laut dem Pressedienst des Weißen Hauses die Vorbereitung auf den G8-Gipfel in Sotschi aus, teilte US-Präsident Barack Obama seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit. Die USA setzen ihre Teilnahme an den Vorbereitungstreffen zum G8-Gipfel aus. So, und da soll mir jetzt mal einer noch erzählen, dass Putin hier irgendwie einer wäre, der falsch spielen würde. Nee, nee, das halte ich für einen kompletten Irrtum. Ja? Ich halte den Präsidenten Putin für einen ehrenhaften Mann. Guck mal hier. Präsident Obama hat Präsident Putin gesagt: Wenn Russland darüber besorgt ist, wie die ethnischen Russen und die Minderheiten in der Ukraine behandelt werden, so ist der friedliche Weg zur Lösung dieses Problems geeignet, heißt es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Ja. Und da will er dann internationale Beobachter hinsenden, ja. Also, hier haben wir auch, ja, ethnische Russen und Minderheiten in der Ukraine. Es handelt sich hier auch um Christen, die hier, wie wir ja gesehen haben, darum gebeten haben, Moment, dass sie in Russland Schutz erhalten. Na, haben wir das hier? Das hatte ich ja bei RIA Novosti. Ja, jetzt schreiben sie hier auf RIA Novosti: Russlands Militär setzt Drohnen im Kaukasus ein. Ja, okay. Wir setzen alle Drohnen ein. Ja? Also ich kann hier nur alle Christen dazu auffordern, für den Frieden zu beten, ja? Damit das hier nicht explodiert und wir uns unversehens in einem Krieg befinden hier, der durchaus ganz schnell zum Dritten Weltkrieg ausarten könnte. Denn wenn die NATO sich da schon einmischt und die EU und der Internationale Währungsfonds und die Londoner Hochfinanz und die angloamerikanische Finanzelite, ja, dann sind die scharf auf die Ukraine und wollen da natürlich auch
Mal eben schauen hier. Truppen stationieren. Ja. Da wollen sie natürlich auch Truppen stationieren. Ja. Ja, guck mal hier. Is the US backing Neonazis in Ukraine? Das lesen wir auf Global Research. Ne? Hier, John McCain and other State Department members have troubling ties to the ultra-nationalist Svoboda Party. Also John McCain, dieser amerikanische Politiker, und andere State Department, also Außenministerium-Mitglieder, haben verstörende Verbindungen zu den ultranationalistischen Svoboda Partei. Guck mal hier, ne? Ach, nee. Ne? Und diese Leute hat hier das Auswärtige Amt schon anerkannt. Ja? Sie sprechen hier nämlich von dem neu gewählten Parlamentspräsident Oleksandr Turchinov. Ne? Dabei wissen wir schon aus dem Deutschlandfunk, dass der Janukowitsch überhaupt nicht legal entmachtet worden ist, sondern in einem Putsch, ja? In einem Putsch entmachtet worden ist. So, haben wir hier noch mehr Bilder? Nee. Hier schreibt jemand, Svoboda ist eine Neonazi-Partei. Ukraines viertgrößte Partei, die 36 Sitze von 450 im Parlament hält. Also da kann man wohl kaum von Mehrheit sprechen, ja. Washington kollaboriert mit ukrainischen Neonazis. Noch ein Artikel, ja. Artikel. Mal ein bisschen. Jetzt. So. Hier, guck mal, er hier, ne? Wer ist das? Yatsenyuk heißt er, glaube ich. Ne, hier steht: One of the opposition leaders they take as a future advisor to the unelected replacement government they envision is a de facto neo-fascist and neo-Nazi leader Ole Tianbok. Offiziell nennt er sich jetzt ein Nationalist. Hier, guck mal hier, mit dem interessanten Gruß, ja, dieser interessanten Geste, ne? Wenn man die hier macht, da kriegt man schon direkt Gefängnis dafür, ne? Weil man dann verbreitet man, ja, Hitler, was weiß ich, ja, Propaganda. So, mal gucken, gibt es da noch mehr? Naja, Leute, also, ich kann nur sagen, betet um den Frieden, ja. Wir wissen alle überhaupt nicht ganz genau, was da passiert in der Ukraine. Natürlich muss Russland seine Interessen schützen, ja. Hier in Sevastopol, das werden sie sich nicht bieten lassen. Und natürlich wollen auch die anglo-amerikanischen Hochfinanzunterstützer und diese Leute, die Illuminati werden die ja auch genannt, ja, das sind ja, wie man weiß, satanische Blutlinien seit langer Zeit. Die möchten natürlich gerne hier näher an Russland heran, in der Ukraine, ja, hier ist Russland, da kommen sie hier dann schön nah ran an Russland und können da einen Erstschlag führen, weil nämlich Russland sich weigert, in der One World, New World Order Government, ja, mitzumachen, weil sie auf ihrer nationalen Souveränität bestehen und dazu haben sie alles Recht, ja. Denn Gott hat allen Völkern ihr Land zugewiesen, das kann man in den, ich glaube im zweiten oder dritten Buch Mose steht es, ja, Gott hat das Land verteilt nach den 12 Stämmen Israels für alle Völker. Die Schwarzen haben Afrika, ja, die Weißen hier haben Europa und Russland natürlich, ne? Und die Asiaten haben Asien, ne? Und die Indianer und Südamerikaner, die haben Südamerika, Nordamerika. Und so hat Gott eigentlich das Land verteilt, ja, dieser Erde.
Aber es gibt eben Leute, die kriegen einfach nicht genug. Ne? Was hat denn? Ja, also damit beende ich jetzt mal diesen Alarmbericht. Den habe ich improvisiert. Und ja, man kann noch hinzufügen, dass das alles hier sehr ähnlich klingt wie die Aufstände, die hier in Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten stattfanden und immer noch stattfinden. Das ist ja keineswegs da erledigt alles. Es brodelt, ja. Hier ist ja auch Krieg, ne? Also um diese Region hier, da führen sie Krieg, ja. Und wie wir ja von dem Albert Pike wissen, wollten sie den Dritten Weltkrieg hier im Nahen Osten entzünden. Ja, das hat jetzt wohl nicht ganz so geklappt, wie sie sich vorgestellt haben, weil Putin ja nicht nachgegeben hat, was Syrien angeht. Hier liegt ja Syrien auch. Und jetzt versuchen sie es eben halt über die Ukraine noch näher an Russland dran zu kommen. Also, Christen, betet für den Frieden und macht euer Maul auf, ja, für den Frieden. Wir brauchen hier keine Nazis in der Ukraine, ja, und auch nirgendwo sonst. So, schönen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss.